Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu unserem ersten Video hier auf diesem Kanal zum Thema Zusi 3. Ja, jetzt mittlerweile kam so die ein oder andere Nachfrage, ob wir nicht mal Zusi spielen können. Und lange habe ich mich gewehrt, weil das Ding ist einfach mega, mega heftig. Das ist so brutal, ja, wenn man damit sich nicht wirklich auseinandergesetzt hat, dass man das wohl oder übel über die Finger von lassen sollte. Aber nachdem ich jetzt mir die ganzen Kommentare so durchgelesen habe und ich mich jetzt so ein bisschen durchgerungen habe, mich tatsächlich ein bisschen mit Zusi halt auseinanderzusetzen, dachte ich mir so, okay, warum nicht? Warum nicht? Wir spielen den Train Simulator von Dovetail Games, wir spielen den Microsoft Train Simulator und den Train Sim World. Warum nicht also auch noch Zusi mit an Bord holen? Und wir machen heute in diesem Part das Tutorial. Das ist die kostenlose Demo, die sich jeder runterladen kann. Wir selbst besitzen natürlich Zusi 3 selbst schon in der Hobby Edition. Das habe ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft gehabt. Und warum mache ich das Ganze? Denn das Ganze erscheint nämlich im Juni im Steam. Im Steam. So. Man kann es also dann über Steam kaufen und nicht halt so über diese Website, wo man halt Zusi 3 kaufen kann, weil normalerweise bekommt ihr nämlich die Packung nach Hause geschickt und dort befindet sich ein USB-Stick drin und den installiert ihr, also steckt ihr in euren USB am Computer an und dann könnt ihr das Ganze installieren. Da ist aber das Ding, dass das genau auf euren Namen halt direkt angepasst ist. Ja, also da steht dann alles so mit eurem Namen und Co. Und da ist auf jeden Fall interessant, wie wird sich die Steam-Version zu der USB-Version halt unterscheiden, denn in der Steam-Version wird es da ein bisschen extra Content geben. Hier ist die Frage, halt, wird das auch der extra Content werden, der denn auch für uns Zusi 3 Besitzern nachgeliefert wird, oder müssen wir uns Zusi 3 nochmal neu kaufen? Also die Zusi 3 Aerosoft Edition, glaube ich, ist das. Die beinhaltet eine neue Linie, ich glaube Köln-Düsseldorf oder sowas war das Ganze gewesen. Bin ich mal gespannt, ob das Ganze, wie gesagt, dann halt dementsprechend nachgelegt wird. Auch ist nochmal eine ganz kleine wichtige Sache, die ich hier gerne noch ansprechen möchte. Und zwar bitte ich gerne um eure Mithilfe hier, wenn wir Zusi 3 hier irgendwann mal richtig spielen wollen. Also alle Sachen, wie zum Beispiel ihr so Tipps oder sowas, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Die lese ich mir alle hundertprozentig durch, damit wir auch irgendwann mal Zusi richtig spielen können. Denn was man hier eins sagen kann, ist, dass Zusi das Omsi ist. Ja? Also man muss einfach Zusi sagen, hebt sich oder ist weit, weit entfernt von dem Train Simulator von Dovetail Games oder auch der Microsoft Train Simulator, der natürlich so technisch ja total unterlegen ist. Sieht das Ganze hier, wenn man es gerade auf dem Bild sieht, jetzt nicht wirklich pralle aus, aber was das Ganze mit dem Realismus und der ganzen Physik zu tun hat, sollte hier in Zusi 3 richtig gut sein. Und deswegen freue ich mich darauf und wie gesagt, deshalb Tipps sind hier sehr gerne erwünscht. Da habe ich schon mal die erste Frage. Das wird hier nämlich in dem Tutorial zum Beispiel gar nicht gezeigt. Wie öffnet man Türen? Ja, auf der richtigen Seite halt auch. Und wie kann man Fahrgäste zum Beispiel einsteigen lassen? Das wäre vielleicht noch eine ganz interessante Frage. Aber bevor wir jetzt hier erstmal weitermachen, groß und die nächsten Fragen stellen, machen wir jetzt erstmal die Demo-Version hier von Zusi 3 und dann ab dem nächsten Part dann das Original Zusi 3. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wer weiß, was hier draus entsteht. Herzlich willkommen beim Assistenten der Zusi-Demo. In diesem Fenster werden Ihnen während der Fahrt Hilfestellungen gegeben. Sie übernehmen gleich den mit der Baureihe 216 bespannten Schnellzug D2640 im Abschnitt zwischen Bad Driburg und Altenbeken. Da Zusi ein komplettes Streckennetz mit sämtlichen Zugfahrten berechnet, kann es wie hier passieren, dass Ihr Zug nach dem Start noch nicht in die Simulation unterwegs ist. Sie sehen dann den vorgesehenen Aufgleisbereich aus einer erhöhten Perspektive. Die Funktion Zeitsprung, bla bla bla. Jetzt gehen wir hier auf die einzelnen Sachen durch. Wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen, kriegen wir hier die einzelnen Instrumente, ja, die uns alle erklärt werden. Sollte eigentlich soweit klar sein, wenn man sich so ein bisschen mit Simulationen auseinandergesetzt hat. SIFA. Die SIFA überprüft, ob der Lokführer noch bei Bewusstsein ist. Totmannschalter. Dazu muss je nach Bauart ca. alle 20 bis 40 Sekunden die SIFA-Taste, Leertaste gedrückt werden.
Wenn das vergessen wird, leuchtet zunächst die SIFA-Lampe auf. Nach ein paar Sekunden ertönt die SIFA-Hupe. Wenn dann die Taste immer noch nicht bestätigt wird, erfolgt eine Zwangsbremsung, die durch nachträgliches Bestätigen der SIFA sofort wieder aufgehoben wird. Indusi. Das Indusi i60-System überwacht die Beachtung der Signale. Nähere Erläuterung erfolgt während der Fahrt. Die Uhr, der Buchfahrplan, den wir hier unten links zum Beispiel sehen. Schummelinfo. Mit F8 können Sie die Schummelinfo ein- und ausblenden. Die Information zeigt, die dem realen Lokführer nicht zur Verfügung stehen. Ihnen. Mal gucken. F8. Passiert gar nichts gerade bei mir. So, was habe ich noch? Pause, klar, Pause ist, wenn wir die F2-Taste drücken, dann haben wir hier Pause. Ach, das ist mal schön. So, hier sehen wir noch die ersten Signale. Okay, soweit, so gut, können wir also die Taste F4 drücken, um den Zeitsprung zu vollziehen. Und dann befinden wir uns auch gleich in unserer Lok. Wenn das Ganze natürlich dementsprechend geladen ist. Ja, man sagt ja, ne, da kann man sagen, wie man will. OMSI ist jetzt an sich keine hübsche Simulation, aber sie ist eine der realistischsten Bussimulatoren, die es hier auf dem Markt gibt. Und von daher muss es halt nicht immer die Optik sein, die halt wirklich perfekt ist, sondern, wie gesagt, die Technik, die dahinter steckt. Und hier muss man wirklich sagen, haut Zusi richtig drauf. Ich meine, wir sehen jetzt hier leider nur noch ein 4:3 Bild jetzt. Rechts sehen wir jetzt den schwarzen Balken und wäre jetzt da dieses Befehlfenster nicht, wenn wir das jetzt einfach mal wegschieben würden, hätten wir jetzt hier einen riesen schwarzen Balken. Wir können das natürlich so einstellen, dass wir links und rechts einen schwarzen Balken haben, aber irgendwie übernimmt er hier meine Einstellung nicht, deswegen funktioniert das Ganze nicht. Haben wir jetzt das Ganze auf der linken Seite. Es gibt wohl Züge, die haben ein 16:9 Format aktuell, aber in der Demo-Version befinden wir uns jetzt hier in einer 2D-Ansicht, wo wir das 4:3 Format hier besitzen. Wie gesagt, alles Weitere wird jetzt während der Fahrt erklärt und deswegen Pause weg. Lösen Sie zunächst die Bremse. So, haben wir gemacht. Das war die. Pfeil oben Taste. So, die SIFA-Lampe, Totmannschalter leuchtet auf. Drücken Sie die SIFA-Taste, Leertaste. Diese muss spätestens alle 30 Sekunden bestätigt werden, um dem System zu zeigen, dass Sie noch bei Bewusstsein sind. Wenn Sie in diesem Fenster zum vorher angezeigten Thema zurückspringen möchten, dann klicken Sie auf das grüne Zurücksymbol auf oben links. So, jetzt können wir weitermachen. Ihr seht hier, hier ist die Lampe, ne? Und jetzt kam diese Hupe. Ja, das Ganze hier natürlich noch mit PCB, LZB, AFB und wie sie alle heißen. Leute, das wird super interessant. Ich weiß jetzt schon, auf was ich mich hier eingelassen habe. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden hier ziemlich viele Zwangsbremsungen erleben. Aber nun gut, ich will mich ja selbst gerne irgendwie weiterbilden. Ja. Da ja nun Lotus ja gerade so ein bisschen aktuell scheinbar die Luft raus ist, müssen wir uns eine andere Hardcore-Simulation suchen. OMSI beherrschen wir mittlerweile relativ gut. Also wäre es doch jetzt nur noch logisch, dass wir jetzt Zusi jetzt irgendwie mal noch in Angriff nehmen. Und ich bin mal gespannt. Ja, also das läuft auch episch gut. Wir spielen das Ganze hier, glaube ich, in 4K, 60 FPS und das läuft super. Sie haben jetzt den Bahnhof Bad Driburg verlassen und sollten die zulässige 100 km/h anstreben, um pünktlich zu bleiben. Der Fahrplan zeigt Ihnen die nächsten Betriebsstellen Reelsen in Kilometer 5.9 an. Die aktuellen Streckenkilometer sehen Sie am Streckenrand auf weiße Tafeln. Bis Reelsen ist nichts Besonderes zu beachten. Da wird uns auch alles angezeigt, wie viel wir fahren müssen.
ja, wird schon einen Streckenkilometer wieder runter müssen. Wann unser Halt ist, nehmen wir zum Beispiel in Spalte 4, 12.50 Uhr in Altenbeken sollen wir ankommen. Hier sind die weißen Tafeln, 8.6 sind wir jetzt und wir müssen auf 4.7. Also da haben wir jetzt noch ein kleines Stück zu fahren. Hier mit unserer Diesel-Lok hier einmal durch. Ja, wir können hier wirklich alles fahren. Jetzt, weil wir jetzt ein älteres Modell für den Einstieg haben in Susi 3. Ja, wir können hier später ICE fahren und alles sowas. Also das funktioniert. S-Bahn habe ich auch gesehen. Können wir fahren. Also es ist eine ganze Menge mit an Bord. Die dauern auch echt lange, die Fahrten tatsächlich. Also ich habe das kürzer in Erinnerung. Naja, wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. So, wir müssen jetzt, Sie fahren jetzt in einen Tunnel ein. In der dargestellten Epoche mussten vor Tunneleinfahrt gepfiffen werden, um Streckenläufer zu warnen. Bestätigen Sie circa 3 Sekunden lang die Pfeife Taste P. Okay. Das sieht schon echt gut aus, ne? Also, wie gesagt, von der Optik erinnert mich das wirklich stark an OMSI. Irgendwie hat das irgendwie diesen gewissen Kick. So, das ist zum Beispiel was ich nicht wusste, was ich jetzt durch die Demo gelernt habe. Und zwar diese Schilder, die wir da sehen, ne? Diese quadratischen, weißen Schilder mit diesen 3 schwarzen Querstrichen. Mann. So, sie nähern sich dem Haltepunkt Reelsen, was durch die Haltepunkttafel angekündigt wird. Der Blick in den Buchfahrplan zeigt keine Ankunftszeit für Reelsen. Spalte 4 ist leer. Was bedeutet, dass unser Zug hier nicht hält? Das zum Beispiel wusste ich nicht, habe ich jetzt erst durch die Demo gelernt. Und versucht mal darauf zu achten in dem Train Simulator, also von Dovetail Games. Und muss ganz ehrlich sagen, mir sind diese Schilder bis dato noch nie aufgefallen irgendwie. Wahrscheinlich liegt einfach daran, weil ich dann mit anderen Sachen beschäftigt bin oder sowas. Dem Moment, dass ich die Schilder dann vielleicht übersehe oder sowas. Und uns der Kollege entgegen. So, da ist der Bahnhof Reelsen. Sie durchfahren jetzt den angekündigten Haltepunkt Reelsen. Ohne Halt ist folgreich ein Signal. Neue Streckengeschwindigkeit 90 km/h, Ziffer 9, nach ca. 1000 Meter. Hier kommt zum ersten Mal die induktive Zugsicherung zum Einsatz, die das Einhalten der Signale und Geschwindigkeiten überprüft. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren der Tafel Indusi wachsam Enter-Taste im Zählerblock. So, hier sehen wir die kurze Erläuterung zu Indusi. Ausführlich siehe Dokumentation. An der Ankündigung eines Haltesignals oder einer Geschwindigkeitsreduzierung auf unter 100 km/h muss der Lokführer die Wachsam-Taste drücken. Damit wird überprüft, dass der Lokführer das Signal erkannt hat. Außerdem wird ein Prüfprogramm gestartet, das nach 20 Sekunden auf 95 km/h Höchstgeschwindigkeit überprüft, um sicherzustellen, dass der Lokführer auch bremst. Während die 20 Sekunden ablaufen, leuchtet die gelbe 1000-Hertz-Melder auf dem Führerstand. Drückt der Lokführer nicht passend wachsam oder hält die 95 km/h nicht ein, erfolgt eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand. PZB. Also irgendwie sowas in der Richtung. Allerdings kann bei geringen Änderungen der Geschwindigkeiten auf der Ausrüstung mit Indusi verzichtet werden, was hier gerade der Fall ist. Das Prüfprogramm wird in diesem Fall also nicht anstoßen und der gelbe 1000 Hertz Leuchtmelder leuchtet nicht auf. Wachsam muss der Lokführer aber in jedem Fall drücken. Gut. Da sehen wir das Signal. So, es folgt das Vorsignal des Einfahrsignals des Bahnhofs Langeland. Dieses Vorsignal kündigt die Stellung des nach ca. 1000 Meter folgenden Hauptsignals an. 3 verschiedene Signalbilder können Sie dort erwarten. Das folgende Hauptsignal zeigt Halt. Das sehen wir jetzt zum Beispiel, ne?
Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignals Indusi wachsam. Enter-Taste im 10er-Block, der gelbe 1000 Hertz leuchtet, muss aufleuchten. Sie müssen jetzt nach ca. 20 Sekunden langsamer als 95 km/h sein und ca. nach 750 Meter langsamer als 65 km/h sein. Leiten Sie die Bremsung ein. Das folgende Hauptsignal zeigt freie Fahrt. Keine weiteren Handlungen ist nötig. Das folgende Hauptsignal zeigt Langsamfahrt an, 40 km/h. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignals die Wachsam-Taste. So, jetzt müssen wir uns mal gucken. Und das ist einer der wirklich kompliziertesten Sachen ever. Ich selbst bin Autofahrer und da gibt es nur Rot, Gelb, Grün. Es gibt aber bei der Bahn 1000 verschiedene Signale, sei es jetzt solche, sei es später irgendwann nur mit LEDs oder sei es, weiß ich, es gibt einfach unglaublich viele Signale und hier muss man sich jetzt natürlich durchkämpfen, ja, durch die ganzen Signale. Klar, bei den moderneren Signalen ist grün grün und rot rot, gelb ist Vorsicht. Ja, und hier zum Beispiel sind jetzt einfach so Schilder. Dieses Schild aktuell würde mir jetzt zeigen, pass auf, das nächste Signal ist rot nach 1000 Meter. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich jetzt die Bremsvorgang einleiten. Jetzt achtet aber mal auf das letzte Symbol auf der Mitte. Da ist nämlich das gleiche Symbol halt auch da, bloß dass da noch so eine Stange so durchgeht. Also das jetzt praktisch die Langsamfahrt eigentlich nur kennzeichnet. Also das ist schon echt kompliziert und wo man dann wirklich sagen muss, also musst du ja permanent, musst du dein Handbuch offen haben, damit du diese ganzen Signale dir irgendwie merken kannst. Ja? Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir bremsen. So. Ja. Das Interessante bei Zusi ist, dass jedes Mal es komplett anders ist. Ihr könnt die Strecke jedes Mal fahren und jedes Mal ist sie anders. So, sie nähern sich den angekündigten Geschwindigkeitstafeln. Die kennen wir ja schon. So, sie haben Beeinflussung erhalten, weil sie das Hauptsignal nähern. Das fährt weniger. Es wurde gerade auf 65 km/h Höchstgeschwindigkeit überprüft. Bei Überschreitung erfolgt eine Zwangsbremsung. So, halt! Halten Sie vor dem Signal und warten Sie auf Fahrt. Passen Sie gegebenenfalls die Bremskraft an. Das müsste das Signal sogar sein, das wir jetzt haben. Ja, also wir haben jetzt wirklich rot. Das Hauptsignal zeigt Fahrt. Das Vorsignal kündigt die nächste Hauptsignal in 1000 Kilometer in einer Stellung langsam Fahrt. 40 km/h. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren. Das Hauptsignal zeigt Fahrt. Vorsignal kündigt das nächste Hauptsignal in 1000 Meter in der Stellung Halt an. Und das Hauptsignal, das meine ich, ja. Dieses Hauptsignal zeigt Langsamfahrt 40 km/h. Das Vorsignal kündigt den nächsten Hauptsignal in 1000 Meter in Halt an. So, das erste Signal ist das hier. Ne? Das also zeigt jetzt aktuell haben wir Fahrt. Aber das nächste Signal, weil wir jetzt hier diesen Querstrich nicht haben, zeigt Halt. Hier würde jetzt eine Langsamfahrt jetzt das Ganze jetzt bedeuten. Und warum jetzt hier auf einmal zwei so eine Dinger sind, keine Ahnung. Dieses Hauptsignal zeigt Langsamfahrt. Achso, das zeigt jetzt eine Langsamfahrt an. Okay, das Vorsignal kündigt nächster ist Halt an. Drücken Sie, ja. Das Hauptsignal zeigt Langsamfahrt an. Das Vorsignal kündigt nächster Hauptsignal in der Stellung. Ja, genau. Ja, haben wir verstanden. Wunderschön. Ja, was ich sagen wollte, es ist wirklich jedes Mal anders. Wenn ihr jetzt die Demo hier zum Beispiel schon alleine spielt, werdet ihr mitbekommen, dass es jedes Mal wirklich anders ist. Ich spiele die Demo jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder sowas, weil ich mich selbst natürlich ja auch selbst reinfinden will, will das natürlich auch perfekt machen und alles was, ne, zum Lernen ist die Demo wirklich, wirklich super. Hatte ich bis jetzt hier nie ein rotes Signal. Warum habe ich jetzt auf einmal ein rotes Signal? Das ist definitiv halt. Jetzt müssen wir warten, bis wir ein grünes Signal bekommen. Wir können uns auch aus dem Zug natürlich rausbewegen. Ja? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier raufdrücken, sehen wir jetzt hier zum Beispiel, können wir uns unsere DB216 anschauen. Ja, also
Es sieht wirklich nicht hübsch aus, nein. Ich glaube, das ist den Entwicklern auch egal, dass es nicht hübsch aussieht, aber die Physik, das Ganze mit der Zugsicherung und alles sowas, ist hier bombastisch. Dieses Programm tatsächlich, wie ich jetzt zuletzt jetzt erfahren habe, ist auch ein Abfallprogramm, was eigentlich, es gibt einmal eine Hobby-Version, die aktuell wir haben, und es gibt einmal halt die Gewerbeversion, ja, und da ist zum Beispiel, das wird echt in Firmen benutzt, in große Firmen wird das Ganze benutzt, um halt den Leuten das Ganze praktisch beizubringen, ja, das, so praktisch als Fahrschule zu nutzen, weil es halt so wirklich so komplex ist, ja, das zu sehen, und das schafft ein Train Simulator von Dovetail Games einfach nicht, ja. Auch Train Sim World schafft das Ganze nicht, auch wenn man da halt auch mit PZB, SIFA und allen drum und dran fahren kann, fühlt sich das Ganze einfach nicht so reibungslos an, wie jetzt hier zum Beispiel bei ZUSI 3. Ja, also, da muss man wirklich sagen, also da haben die echt was gezaubert. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir auch mal ein grünes Signal hier, weil sonst wird es echt elendig. Warten Sie auf Fahrt. Die Frage, kommt jetzt hier irgendwas? Wir können natürlich jetzt hier auch die Taste F1 nutzen, um das Ganze jetzt ein bisschen vorzuspulen, zu schauen, ob hier überhaupt irgendwas passiert noch. Da fährt ein Zug rüber. Wir stehen hier immer noch vor einem roten Signal. Warum fällt der einfach nur ein rotes Signal rüber? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum er das jetzt gemacht hat. Das war doch ein rotes Signal, oder? Ja, natürlich war das ein rotes Signal. Ja gut, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit F4 können wir übrigens einen Autopiloten einschalten. Das ist auch ganz praktisch, um sich halt auch mal so Strecken speziell mal anzuschauen. Habe ich jetzt tatsächlich auch genutzt, ja, weil ich jetzt mal letzte Mal gleich mal mit einem ICE rumcruisen wollte und gleich nach dem ersten Signal erstmal gleich eine Zwangsbremsung kassiert hat. Geil! Ja, so läuft ZUSI. Das ist bestimmt am Anfang mega frustrierend. Aber ich denke mal, wenn du das wirklich beherrschst, ich glaube, kann das schon echt Spaß machen. Also glaube ich daran. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze so mit so extra Add-ons, DLCs zum Beispiel funktioniert, weil ich bis dato jetzt noch nichts gefunden habe. So, im Bahnhof Langeland sind vor den vorausliegenden Ausfahrsignalen Vorsignalwiederholer aufgestellt, die das Signalbild des vorausliegenden Hauptsignals ein zweites Mal ankündigen. Das kleine Weiße zusätzlich weist auf den gegenüber dem Standard 1000 Meter verkürzten Abstand zum Hauptsignal hin. Das folgende Hauptsignal zeigt immer noch Halt. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren der... Das war ein Vorsignal. So, halten Sie von dem Signal. Langsamfahrt. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Jetzt haben wir hier Langsamfahrt. Langsamfahrt mit 60 km/h. Die weiße Leuchte Ziffer 6. Sehen wir ja, die ist ja da. Ab dem Signal, bis der gesamte Zug die Freistrecke erreicht hat, maximal 60 km/h. Ihr Zug ist 150 Meter lang. Anschließend können Sie auf 80 Meter das Ganze, also auf 80 km/h dann wieder beschleunigen. So, also ab jetzt dürften wir wahrscheinlich wieder, oder? Schon 150 Meter? Sie haben den Weichenbereich des Bahnhofs jetzt mit gesamtem Zug verlassen und dürfen auf Streckengeschwindigkeit hier 80 km/h beschleunigen.
Ja, also so viel zum Tutorial zu Zusi 3. Man sieht es jetzt schon, es wird chaotisch. Es wird chaotisch, ich werde wahrscheinlich viel fluchen. Ich werde wahrscheinlich viel rumzetern und rummeckern in diesem Let's Play. Also solltet ihr jetzt schon mal so ein bisschen gewarnt sein. Ja, ich werde wahrscheinlich viel Verzweiflung hier am Tag legen zu Zusi 3. Aber ich glaube, genau das ist es, was ihr sehen wollt. Sie nähern sich dem Vorsignal des Einfahrsignals des Bahnhofs Altenbeken. Drei verschiedene Signalbilder können Sie dort erwarten. Wegen der Lage im Tunnel sehen Sie natürlich nur die Lampen und diese sind wegen der engen Einbausituation etwas verschoben. So, diese zeigt ein Hauptsignal, zeigt Halt. Jetzt zum Beispiel wüsste ich nicht, was mir jetzt angezeigt wird. Jetzt muss ich wirklich lügen. Ist das linke für mich jetzt wichtig oder nicht? Warte, wir werden einfach weiterfahren. So, das folgende Hauptsignal zeigt immer noch Halt. Wird zwar kein Halt jetzt entdeckt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Autofahren ist einfach. Ja. So, halten Sie von dem Signal und warten Sie auf Fahrt. Langsam Fahrt mit 40 km/h. Fahrt, sehen wir jetzt hier. Das sind jetzt die normalen Signale, die ich kenne. Ja, und hier zeigt es natürlich Fahrt an. Aber auch hier gibt es wieder 1000 verschiedene Varianten. Also das ist das, was ich meine, was wirklich frustrierend ist. So, das nach ca. 1000 Meter. Folgende Hauptsignal zeigt Halt. Drücken Sie unmittelbar. Sie fahren jetzt in den Bahnhof Altenbeken ein, wo die Fahrt in der planmäßigen Ankunft ist um 12.50 Uhr. Halten Sie etwas vor dem Ende des Bahnsteigs in der Schummelinfo, wird der Restweg bis zur optimalen Halteposition angezeigt. Wenn Sie richtig angehalten haben, erscheint Planhalt in Altenbeken. Ihre Fahrt ist dann beendet. Sie haben in Dusi erhalten, weil Sie ein Hauptsignal nähern. Der Halt war weniger als 40 km/h. Es wurde gerade auf 65 km/h. Ja. Okay, das haben wir. Level 50, wir sind schon längst drüber. Sie haben am Bahnsteig angehalten. Die Fahrt des Fahrschulzugs ist damit beendet. Herzlichen Glückwunsch. Nach einigen Minuten können Sie mit dem Zeitraffer oder Zeitsprung abkürzen können, wird die abschließende Bewertung Ihrer Fahrt angezeigt. So. Ja, das ist also Zusi, ihr Lieben. Ihr seht hier Zusi-Demo. Ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Stück als das, was wir jetzt bis dato jetzt gesehen haben von Zusi an sich. Ja, also
Also die anderen Train-Simulator-Teile sind natürlich hübsch aufmodelliert. Ja, sie sehen wirklich schick aus, ja, gerade Trains in World. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich für Leute, die jetzt das wirklich Harte suchen, natürlich jetzt nicht gerade optimal. Ja. Da sind natürlich hier so diese Sachen hier eventuell schon interessanter. Ich weiß auch nicht, was so die Preislage sein wird zu C3 die Steam Edition. Also ich glaube, die Version, die ich gekauft habe, die zu C3 Hobby hier in der Box, hat mich glaube irgendwas mit 60, 65 Euro gekostet. Also das war schon echt teuer. Aber dieses halt mit diesem USB-Stick fand ich schon eine coole Sache. Ich bin gespannt, was wir hier in C3 erleben werden. Wie gesagt, ich habe alles aufgelistet, was passieren kann hier in diesem Let's Play. Deswegen möchte ich mich hier schon mal vorab entschuldigen, falls ich dem einen oder anderen da vielleicht Seiten zeige, was man von mir vielleicht noch nicht gewöhnt ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier ja weiterhin trotzdem hoffentlich viel Spaß haben werden. Und ihr schreibt es mir doch in die Kommentare hoffentlich. Tipps, Tricks, alles gewünscht hier. Würde ich mich drüber freuen. So wie hier zum Beispiel die Frage halt, ja, Autopilot benutzen, da so ein Quatsch. Zum Beispiel so die Sachen, ja, wie man zum Beispiel diese Türen öffnet. Hier, weil ich habe hier permanent immer hier diese Türfreigabe vergessen, wo ich das damals gespielt habe. Und ich habe eigentlich die Taste gedrückt gehabt, meiner Meinung nach. Aber scheinbar war es die falsche Taste, weswegen er das dann Ganze dann nicht eingenommen hat. Ich weiß es nicht. Ja, Leute. Sonst, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen und hoffe auf jeden Fall, dass wir hier ein spannendes Let's Play erleben werden mit Zusi 3. Und natürlich unseren ganzen anderen tollen Simulatoren, die wir hier auf dem Kanal haben. Also ich werde mir immer so das Ganze immer mal so ein bisschen raussuchen, auf was wir gerade so ein bisschen mehr Lust haben, worauf wir ein bisschen weniger Lust haben. Und werde natürlich weiterhin, falls irgendwas so im Lotus-Omsi-Bereich natürlich Großartiges passiert, werde ich euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Sonst kann es natürlich sein, dass diese Projekte mal kurz mal so ein bisschen in den Hinterwald rutschen, weil es da gerade vielleicht eventuell gerade nichts zu zeigen gibt, zu sagen gibt in der Richtung. Aber dafür haben wir ja noch die anderen Projekte weiterhin hier mit den ganzen Train-Simulatoren. Also ich würde mich freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen könnte und hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.